Ein Lichtstrahl tritt von Wasser mit Brechungsindex 1,33 in ein transparentes Material mit Brechungsindex 1,45. Frage: Wie groß ist der Brechungswinkel, wenn der Einfallswinkel 30 Grad beträgt? Das ist also die Situation: Dieser Lichtstrahl tritt von Wasser in dieses Material. Das Brechungsindex vom Wasser, also N1, beträgt 1,33. Das Brechungsindex N2 beträgt 1,45. Der Einfallswinkel Alpha beträgt 30 Grad und der Refraktionswinkel, der Brechungswinkel Beta, wird gefragt. Dazu nutzen wir die Formel von Snell-Descartes. Aus dieser Formel schließen wir, dass Sinus von Beta gleich ist zu N1 geteilt durch N2 mal Sinus von Alpha. Hier ersetzen wir N1, N2 und Alpha durch diese bekannten Werte. Wer weiß, dass der Sinus von 30 Grad ein halbes ergibt, findet sofort dieses Produkt, das ergibt 133 zweihundertneunzigstel. Wer aber nicht weiß, dass der Sinus von 30 Grad ein halbes ergibt, darf den Taschenrechner einsetzen, um dieses Produkt auszurechnen. Legen wir los. Bruch 1,33, Kursortaste nach unten, 1,45, Kursortaste nach rechts, mal Sinus von 30 Grad. Wir müssen aber hier darauf achten, dass der Taschenrechner auf Grad eingestellt ist, ist er. Die Enter-Taste ergibt dann diesen Bruch 133 zweihundertneunzigstel. Wir finden also Beta durch Sinus hoch minus 1 von diesem Bruch. Und um diese Rechnung vorzunehmen, nehmen wir wieder den Taschenrechner. Wir nutzen die Funktion Sin hoch minus 1, die steht über Sin in Gelb, für Gelb also Shift, Sin, jetzt Bruch, 133. Kursortaste nach unten, 290, Kursortaste nach rechts, Klammern schließen, das ist nicht unbedingt erforderlich, jetzt Enter, der Taschenrechner findet für Beta ungefähr 27,298 Grad. So, und das ist die Endantwort auf die gestellte Frage.